Kegeln macht Spaß, das stellt der SC Eintracht Berlin heute unter Beweis. Im Freizeitforum Marzahn geht es um den 14. Jugendpokal im Sportkegeln. Der Sport gewinnt gerade erst wieder richtig an Fahrt. Dies nicht zuletzt auch wegen der hervorragenden Jugendarbeit des Vereins SC Eintracht Berlin. Ja, hallo, hier vom Deutschlandpokal der U14 in Berlin-Marzahn im Freizeitforum. Ist es so, dass sich hier 6 Bundesländer getroffen haben und diese einen Deutschlandcup ausspielen oder einen Deutschlandpokal, wie es bei uns heißt. Das heißt, 4 Mädchen, 4 Jungs aus jedem Land spielen jeweils ein Einzel, 2 Doppel und ein Mixed. Und da werden Punkte verteilt und wer am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt diesen Deutschlandpokal. Nach der Eröffnungszeremonie geht es auch schon los. Die Jungs und Mädels der U14 messen sich getrennt im Einzel. Den Pokal verteidigen muss Sachsen-Anhalt. Auf den Gastgebern liegt jedoch nicht weniger Druck. Zum ersten Mal seit 11 Jahren wird der Wettkampf auf einer von Berlins 15 Sportkegelbahnen ausgetragen. Wir sind hier beim Deutschlandpokal in Marzahn und auf jeden Fall läuft es bisher für uns sehr gut. Es ist schön, dass wir das erste Mal, dass wir Gastgeber sind dieses Jahr. Ja, und ich hoffe, es wird auch noch weiter erfolgreicher, so wie jetzt. Hallo, mein Name ist Maurice, wir sind hier bei dem Deutschlandpokal in Berlin und ich finde, den Titel zu verteidigen, finde ich aus meiner Sicht ganz okay, weil ich habe mir das alles so hoch erarbeitet und es ist halt so mein Traum gewesen, hierher zu fahren und ja. Bei den Doppeln geht es dann im Team auf die Bahnen. Auch hier gibt es natürlich strenge Regeln zu beachten. Vorgeschrieben ist, auf welcher Seite die Kugel den ersten Kegel treffen muss. Ebenso darf die Bahn nicht verlassen werden. Beim Anlaufen übertreten geht natürlich auch nicht. Danach stehen Mädels und Jungs mixed auf den 6 Bahnen. Die Stimmung ist wirklich super. Die Teams aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg feuern ihre Kameradinnen und Kameraden am ersten der 2 Turniertage wirklich ordentlich begeistert an. Ja, also der Deutschlandpokal der Jugend U14 ist deshalb so toll, weil hier die Jugendlichen aus 6 Bundesländern zusammenkommen. Das ist immer ein guter Kampf, den die hier haben, aber auch untereinander verstehen die sich richtig toll. Hier werden neue Freundschaften geknüpft und die Stimmung ist deshalb so intensiv, weil natürlich jeder hier gewinnen will und das Beste geben möchte. Das Glück am Ende zu gewinnen hat natürlich nicht jeder. Hier dürfen sich zumindest alle über kräftige Unterstützung freuen und das ist schließlich die wichtigste Basis für einen erfolgreichen Wettkampf.